Ich begrüße sehr die heutige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Es stärkt die Bürgerrechte, es stärkt den Datenschutz in der Europäischen Union. Und das Prinzip ist ganz einfach, nämlich jeder, der in Europa Geld verdienen will, egal woher er kommt, aus Amerika oder aus anderen Regionen der Welt, wenn er hier in Europa Geld verdienen will, dann muss er europäisches Recht akzeptieren und respektieren. Und das heißt, die Privatheit, den Datenschutz der Bürger zu respektieren. Und das gilt es jetzt durchzusetzen. Die Kommission muss jetzt schnell handeln. Wir leben heute in einer digitalen Welt. Vor allem die junge Generation lebt mit dem Internet und viele Services werden natürlich von amerikanischen Konzernen heute bereitgestellt. Das ist gut und das ist richtig. Wir wollen offene Märkte, aber wir wollen, dass wenn jemand in Europa Geld verdient, dass er dann auch europäische Regeln anzuwenden hat. Deswegen muss jetzt Safe Harbor schnellstmöglich nachverhandelt werden mit den Amerikanern und jeder, der Geld verdienen will, hat unsere Standards zu respektieren.